ich habe ein Anliegen, was ich mit euch teilen will. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich ins Schwarze treffe oder einfach komplett daneben liege, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass sollte es passieren, wisst ihr ganz genau, ihr habt es hier zuerst gehört. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wie ihr wisst, habe ich ja Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 3 zu Ende geschaut gehabt und habe hier auch meine Meinung zum Scorpius Rex Preis gegeben. Und da habe ich auch schon in meiner Kritik dazu erwähnt, ich glaube, ich bin hier auf irgendeiner Spur. Wie ich auf die Idee gekommen bin, was ich euch jetzt gleich erzählen werde, liegt daran, dass der Scorpius Rex ja eine bestimmte Fähigkeit hat und eigentlich alle Hybriden haben irgendwelche komischen Fähigkeiten und ich habe mir gedacht, eigentlich hat es nur beim Indoraptor Sinn gemacht, weil der wurde ja ganz bewusst dafür gemacht, um ihn eben als Waffe einzusetzen. Warum aber konnte sich zum Beispiel der Indominus Rex tarnen? Warum konnte der Scorpius Rex Stacheln vom Rücken abschießen und hatte auch so einen Solarblick? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Scorpius Rex ja vor dem Indominus Rex geschaffen wurde. In diesem Theorienvideo will ich noch ganz kurz eine andere Theorie einschmeißen, über die ich eigentlich ein extra Video machen wollte, mir dann aber gedacht habe, das passt nicht in ein extra Video rein, das wäre viel zu kurz. Und zwar geht es darum, warum sich der Spinosaurus in Jurassic Park 3 so seltsam verhält. Ja, da hat ja auch der liebe Eve von Moviepilot schon ein Video drüber gemacht. Der Spinosaurus verhält sich eigentlich nicht wie ein Tier, sondern schon mehr wie ein Monster. Und da gibt es eben die Theorie, was ist denn, wenn der Spinosaurus so das erste Monster gewesen wäre, was eigentlich geschaffen wurde? Das bedeutet, dass der Vorgänger vom Scorpius Rex und vom Indoraptor der Spinosaurus gewesen ist. Das ist so eine ganz nette Theorie, was nie im Leben so geplant worden wäre von Anfang an, was ich aber einfach so hinnehmen würde und da würde irgendwie auch das Auftreten des Spinosaurus noch ein bisschen mehr Sinn machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal zu dieser kleinen Special-Theorie eure Meinung in die Kommentare rein und jetzt legen wir mal los mit meiner Theorie, warum es sein kann, dass Jurassic World vielleicht doch genialer ist, als wir alle gedacht haben, zumindest als ich gedacht habe. Ihr wisst ja, ich kritisiere ganz gerne die neuen Jurassic World Filme. Jetzt habe ich mir aber hier eine Theorie zusammengesponnen, während ich Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 3 geschaut habe. Wir wissen ja, dass in Jurassic Park 1 Lewis Dudson Dennis Nedry beauftragt hat, die Hybriden von Ingen zu stehlen. Dudson, we've got Dudson here! Nobody cares. Lewis Dudson ist ein Mitarbeiter von Biosyn. Ich meine, er war nur ein Mitarbeiter und nicht der Chef. Wie sie es jetzt in den Filmen regeln werden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ein Mitarbeiter von Biosyn. Biosyn ist eine Firma, die auch mit Biotechnologie rumexperimentiert, aber nicht in der Lage dazu gewesen ist, Dinosaurier zu erschaffen, weil sie eben nicht die nötigen DNA-Funde gemacht haben, die Ingen gemacht hatte mit dem Bernstein. Nehmen wir also mal an, Lewis Dudson oder Biosyn an sich hatte schon in Jurassic Park 1 den Hintergrundplan gehabt, lasst uns die Embryos stehlen. Die sind gut fürs Militär. Militär macht was? Macht massig an Geld. Aufrüstung geht immer. Wir können die Saurier als Waffen verkaufen. Geile Sache. Es hat dann aber nicht so wirklich funktioniert. Wir wissen, dass Dennis Nedry ja mehr oder weniger gescheitert ist. Er hat also sein Leben verloren und die komische Spraydose. Dann haben wir lange Zeit nichts mehr von Lewis Dudson gehört. Ich rede hier nur von den Filmen, nicht von den Büchern, ganz wichtig. In den Büchern hat Lewis Dudson eine wesentlich größere Rolle. Und der taucht jetzt aber in Jurassic World 3 wieder auf. Das heißt, wir haben ihn bis jetzt nur einmal ganz kurz gesehen in Jurassic Park 1 und jetzt eben als Hauptantagonist in Jurassic World 3 und es wird immer damit geprahlt, here comes the great conclusion und quasi das runde Bild, jetzt passt endlich alles zusammen. Ich habe das so ein bisschen angezweifelt. Es war nie im Leben von Anfang an geplant gewesen, dass wir noch eine Jurassic World Trilogie bekommen. Was, wenn sie den Bogen aber dennoch ziemlich clever umschlagen könnten. Eine Riesenkritik an Jurassic World 1 ist immer gewesen, wieso durften die wieder einen Park aufmachen? Warum durften die ein Jurassic World eröffnen, nach allem, was in Jurassic Park 1 und gerade auch in Park 2 passiert ist, in dem der T-Rex ja durch die Stadt gelatscht ist? Da müsste doch jemand dahinter stecken, der sehr viel Einfluss auf die Regierung hat. Switchen wir mal ganz kurz rüber zu dem, was wir über Jurassic World 3 schon wissen. Wir wissen, dass Biosyn es geschafft hat, die Regierung davon zu überzeugen, das Biosyn Valley zu eröffnen und die geflohenen Saurier darin anzufangen. Ergo müsste doch Biosyn einen riesen Einfluss auf die Regierung haben. Wenn das der Fall ist, könnte das Ganze wie folgt abgelaufen sein. Lewis Dudson hat sich nun an Dr. Henry Wu gewandt und den auf seine Seite gezogen oder auf die Seite von Biosyn gezogen. Das heißt, wir haben jetzt Dr. Henry Wu an der Seite von Lewis Dudson und von Biosyn. Und was, wenn Lewis Dudson Henry Wu von seinem Plan erzählt hat? Hat ihm das Ganze aber irgendwie schmackhafter gemacht. Im Jurassic World Dominion Trailer, im zweiten Trailer, hat Dr. Henry Wu auch den Satz fallen lassen, wir haben einen schrecklichen Fehler begangen. Vielleicht war er erst auf der Seite von Lewis Dudson gewesen und hat gesagt, so Dino-Waffen sind doch cool. Damit können wir menschliche Verluste dezimieren. Vielleicht sieht Dr. Henry Wu inzwischen Saurier auch nur noch als Produkte an und ändert dann die Meinung im Laufe des neuen Films. Biosyn könnte also die Regierung davon überzeugt haben,
Jurassic World öffnen zu lassen. Inwiefern da noch Maserati da mit drin hängt, da könnte man echt eine coole Geschichte machen, wie Louis Dutchson von Anfang an die Fäden im Hintergrund gezogen hat. Auf jeden Fall, laut meiner Theorie, ist Louis Dutchson und Biosyn sind dafür verantwortlich, dass wir einen Jurassic World Park bekommen haben. Dr. Henry Wu könnte daraufhin gemerkt haben, dass Maserati eigentlich sehr leicht beeinflussbar ist. Wir kennen ja Maserati aus Jurassic World 1, der war ja immer eigentlich so ein bisschen lapidar, geht da irgendwas nicht, alles egal. Er ist ja als Fluganfänger in den Kampf gegen einen Dominus Rex geflogen, hat er auch leider nicht überlebt, aber Maserati ist dann schon so ein bisschen der wenig Sachen hinterfragt in der Regel. Also könnte Henry Wu ihn mit Absicht falsch verstanden haben, als Maserati gemeint hat, wir brauchen irgendwas Neueres, irgendwas Größeres, irgendwas Besseres, hat er vielleicht gar nicht von einem Genhybriden gesprochen, sondern einfach von einem ganz normalen Dinosaurier. Dr. Henry Wu hat sich dann aber gesagt, wir machen jetzt hier den ersten Test. Wir bauen jetzt hier im Schatten des Jurassic World Parks, eines Freizeitparks, bauen wir jetzt hier unsere erste Dino-Waffe, den Indominus Rex, im Auftrag von Biosyn und Louis Dutchson. Aus diesem Grund kann der Indominus Rex sich eben auch tarnen. Es macht gar keinen Sinn, ihm diese Fähigkeit zu geben, wenn der Indominus Rex nur als Attraktion dienen hätte sollen. Weil wenn er unsichtbar ist, sieht ihn eben keiner mehr. Dazu dürfen wir nicht vergessen, dass der Scorpius Rex aus der Serie ja noch vor dem Indominus Rex geschaffen wurde. Und der hat aber als Fehlschlag gezählt. Und auch der hatte Infrarotsicht, mit dem er bestimmte Wärmebilder erkennen konnte. Warum sollte man so ein Tier erschaffen, nur um ihn in einem Freizeitpark auszustellen? Der Scorpius Rex war eigentlich schon die erste richtige Waffe, die aber einfach zu wild war, die hatte keine Kontrolle. Mit dem Indominus Rex hat man dann vielleicht eher versucht, den ein bisschen mehr kontrollieren zu können. In Jurassic World Fallen Kingdom wurde das Ganze dann aber auf die Spitze getrieben. Da haben wir dann den Indoraptor bekommen und der konnte das erste Mal gesteuert werden. Und das Lustige ist ja, dass der Indoraptor eigentlich kein Fehlschlag gewesen ist. Das Vieh hat funktioniert und zwar einwandfrei. Laut meiner Theorie also hängt Louis Dutchson tatsächlich von Anfang an, seit Jurassic World 1 oder auch schon kurz davor, mit in dieser Geschichte drin und ist dafür verantwortlich, dass der Jurassic World Park geöffnet werden durfte. Er ist für den Indominus Rex verantwortlich. Er hat beauftragt, dass ein Indoraptor geschaffen wurde, weil er auch mit Mr. Mills irgendwie in Kontakt gestanden hatte. Und jetzt auf einmal bekommen wir einen Giganotosaurus und eine Aussage, er ist wie der Joker, er will die Welt einfach nur brennen sehen. Noch dazu bekommen wir auch die Atrociraptoren. Und die haben bestimmte Namen. Das habe ich bei mir auf Instagram auch schon mal gepostet gehabt, dass die Namen haben wie so eine Special Force Einheit. Und was, wenn die halt wirklich so eine Einheit sind? Bekommen wir jetzt hier wirklich fertige Biowaffen? Ist Louis Dutchsons Plan vielleicht komplett aufgegangen und er kann sowohl die Raptoren als eben auch den Giganotosaurus steuern, fernlenken? Ist eine ziemlich wilde Theorie, die aber gar nicht so weit hergeholt ist, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich bin noch am Struggeln. Auf der einen Seite habe ich ja gerade erklärt, wie das Ganze hätte passieren können. Ich finde das nachvollziehbar, dass es so weit gekommen ist. Ob ich es jetzt bräuchte, ist wieder eine andere Frage. Außerdem habe ich letzt kurz den Trailer gesehen zu Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 5 und auch da sind irgendwelche Leute mit so Fernbedienungen neben den Sauriern gestanden. Das soll bitte nicht passieren, aber ich glaube, dass wir hier wirklich in Richtung Dino-Waffe switchen und dass man eben somit sagen könnte, mit einer kleinen Rückblende, Louis Dutchson war wirklich von vornherein für alles verantwortlich. Und damit hätte man irgendwie doch eine coole Conclusion geschlossen, einen coolen Abschluss. Und da würde es auch Sinn machen, warum man ausgerechnet ihn wieder zurückholt. Da wird sich jemand ja was bei gedacht haben. Lass mich jetzt auf jeden Fall deine Gedanken zu dieser Theorie wissen. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Denkst du, ich könnte damit voll ins Schwarze getroffen haben? Oder ist das komplett absurder Schwachsinn? In diesem Sinne bin ich erstmal hier raus mit diesem Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann, ciao.